hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die dunkle Nacht der Seele. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 24. Juni 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir waren sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie die ganze Menschheit die Tiefen ihres Seins erforscht hat. Wir sehen und fühlen mehr Selbstwahrnehmung innerhalb des durchschnittlichen Menschen, als wir je zuvor auf der Erde gesehen haben. Deshalb ist es eine wunderbare Zeit für diejenigen von euch, die wach und an der Spitze des Bewusstseins waren, über eure Erfahrungen im Umgang mit der Dunkelheit, der Negativität, den Dingen zu sprechen, für die ihr euch einst geschämt habt, die ihr aber jetzt integrieren konntet. Das Teilen deiner Geschichten ist eine wunderbare Möglichkeit, anderen zu helfen, an den Ort zu gelangen, an dem du auf deiner Reise bist. Die Menschen müssen wissen, dass sie nicht allein sind in ihrer Erforschung aller Aspekte von sich selbst. Und wenn du deine Geschichten teilst, wirst du auch deine Methoden, deine Techniken, um durch die dunklen Zeiten zu kommen, teilen. Die Zeiten, in denen du dir nicht sicher warst, ob du es schaffen würdest. Viele von euch, die wach sind, haben sich irgendwann selbstmordgefährdet gefühlt. Und so traurig es auch klingen mag, das ist eine normale Folge des Erwachens. Und so wird es den anderen helfen zu wissen, dass du diese Art von Erfahrung hattest, durch ihre eigene dunkle Nacht der Seele zu kommen. Das Bewusstsein, wer ihr in früheren Leben gewesen seid, die negativen Gedanken und Handlungen, mit denen ihr alle in diesem Leben zu tun hattet, das sind die Arten von Erfahrungen, die, wenn sie geteilt werden, einen Dialog erschaffen. Du willst diese Art von Erfahrungen entmystifizieren und die emotionale und energetische Ladung entfernen, die sie haben. Menschen fühlen sich oft durch ihre eigenen Gedanken und Gefühle gefangen, und weil sie das Gefühl haben, die Einzigen zu sein, die diese Gedanken und Gefühle haben, neigen diese Individuen dazu, all diese Dunkelheit zu verdrängen. Wir schlagen vor, dass du anderen hilfst, Frieden mit dem zu schließen, was ihnen in ihnen selbst begegnet, und dass du das über deine Blogs und deine Social-Media-Beiträge tust. Ihr tut das, indem ihr mit den Menschen in eurem Leben sprecht und sie wissen lasst, was ihr erlebt habt und wie ihr es geschafft habt. Dies ist ein Akt der Freundlichkeit und ein Akt des Dienens für den Rest der Menschheit. Und es ist an der Zeit, diese Erfahrungen für alle zu normalisieren, damit du sie loslassen und mit dem Aufbau der Zukunft, einer besseren Zukunft für die gesamte Menschheit, fortfahren kannst. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.